Was? Post aus London? Von der Philharmonic Society? Wirklich? Na, geben Sie mal her. Geben Sie mal her. Heieiei. Na, was? Mit London lässt sich gut Geschäfte machen. Das wusste schon Josef Haydn. Ui, Sie wollen 2 Symphonien von mir? Na, da werde ich mal einlenken. Mobbezahlen nicht ganz schlecht. Ich soll 1819 im Winter nach London kommen. Na, lassen Sie sich nochmal extra Spesen rausschlagen. Na los, kommen Sie her, ich diktiere die Antwort. Beethoven hat es etwas übertrieben mit den Spesen, die er noch extra haben wollte. Die Philharmonic Society aus London hat das Angebot zurückgenommen und erst 2 Jahre später, oder 1822, konnten sie sich einigen. Und Beethoven hat dann die 9. Sinfonie wirklich in Angriff genommen, aber greift dann auf Skizzen zurück, die bis ins Jahr 1812 gehen. Auch die Idee, die Ode an die Freude von Schiller zu vertonen, ist schon ganz alt bei ihm. Und er fügt in dieser letzten Symphonie wirklich ganz viel zusammen, über was er schon jahrelang gebrütet und nachgedacht hat. Im letzten Tutorial waren leider die letzten 2 Minuten abgeschnitten worden, ohne dass ich es mitbekommen habe. Deswegen gibt es heute nochmal eine Übersequenz zu den Harmonien, dass wir einfach nochmal die 3 Strophen der Ode singen, so wie sie irgendwie bekannt und beliebt sind. Und ihr seid aufgefordert, mit der Ukulele mitzuspielen, mit der neuen Picking-Technik und einfach mit mir gemeinsam zu musizieren. Ich beginne mit der Ukulele, greife dann auf die anderen Instrumente zurück und ihr seid einfach diejenigen, die eifrig mitspielen zu Hause an den Bildschirm. Achtung! Einfach nochmal als erstes Mal nur die erste Strophe mit den Harmonien. 1, 2, 3, 4. Freude, schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium, wir betreten diesen Barré, den ich am Schluss gespielt habe. Wenn dir das zu viel oder zu schwer ist, dann kannst du auch einfach D-Dur weiterspielen. Beethoven macht das auch. Ich habe das nur ein bisschen ergänzt, damit wir ein bisschen Barré-Spielen üben. Also wenn du sagst, Barré ist jetzt noch nichts für mich, dann spielst du einfach an der Stelle, wo ich jetzt gerade H-Moll und E-Moll gespielt habe, spielst du D-Dur. Ich mache es kurz vor. Wo dein sanfter Flügel weit. Es geht beides. Wer schon diesen Barré üben will, macht das. Und wer sagt, ich bin mit D-Dur erstmal zufrieden, der macht einfach D-Dur. Okay? So, jetzt kommt die Übersequenz. Du spielst mit und wir lassen einfach mal zur Sicherheit, dass wir nicht davonlaufen, das Melkelsche Metronom laufen. Auf dem Tempo 100 habe ich es gestellt. Daran können wir uns ganz gut orientieren. Okay? Achtung! Schon flottes Tempo. Allerdings noch nicht ganz das Allegro assai, was Beethoven eigentlich vorschreibt, aber ich glaube, Übetempo ist gut, ist schon relativ hoch. Achtung, es geht los. 1, 3. 1, 2, 3, 4. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heilig. The 1, the 2, the 1, 2, 3, 4.
Geist.